Moin Leute und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Transportfieber, seit langem mal wieder. Mit den ganzen Livestreams und dem ganzen müssen wir auch hier mal ein bisschen an unserer Let's Play Welt weitermachen. Ja, wo sind wir denn stehen geblieben das letzte Mal? Ich muss mich erstmal orientieren. Ich weiß, dass wir hier hinten die Kohlestrecke hier hinzugefügt haben. Der ist auch schon ziemlich voll. Ja, jetzt ist die Frage, weil hier noch so viele LKWs fahren. Ja. Ist halt für mich eher die Frage, dass wir dann diese abstellen, indem wir so machen. Wunderbar. Das läuft jetzt ja hier auch alles. Ja, Wunderbärchen. In welchem Jahr sind wir? 59? Muss ich gleich mal schauen. Wir haben ja hier hinten noch Erdfunkstelle Usingen. Okay. Name lasse ich mal so stehen. Der muss natürlich weg. Der muss natürlich auch weg. Das ist noch okay. Wir könnten natürlich sagen, dass wir hier unseren Güterbahnhof weiter ausbauen. Okay, warum fahren hier denn zwei? Okay. Der ist 18 Jahre. Das heißt, wir könnten ihn eigentlich ersetzen. Oder was fährt hier? Das heißt, ich mache hier mal einen Fahrzeugersatz für elektrisch. Ist es die? Ne, das ist die hier. Aber da haben wir jetzt ja auch schon stärkere, wie zum Beispiel die hier. Würde ich schon glatt die da nehmen. Und zwar mit... Ja. Sieben, mach ich mal ja. Okay, wunderbar. Und sage dann noch. Auf Linie Getreide. So. Der ist auch 18 Jahre, das heißt, wir könnten hier auch mal wieder investieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Und dann muss ich die mal schnell anhalten gleich. Okay, gut. Nein. Sehr schön. Warum werden jetzt Sachen auf die blaue Linie? Achso, ja, die blaue. Ja, okay, gut. Dann könnten wir sogar noch sagen, wir machen hier die 4 raus und machen die da drauf. Oh. Und dann könnten wir sagen, wir nehmen die grüne und packen die da drauf. Könnten wir sagen. Okay, das ist jetzt aber schlagartig gesunken. Hier haben wir 2 Linien, das heißt, wir haben ja bislang die Stadt und die Stadt hier beliefert. Das heißt, wir könnten hier eigentlich mal Donburg mal mit Lebensmitteln versorgen. Hier kommen schon 2 Linien rein. Oh, okay, das heißt, die könnten wir eigentlich löschen. Aber die, wo hier fährt, macht Minus. Und warum? Weil die im Grunde direkt hintereinander waren? Okay. Ja, komm, fahr weiter. So. Das heißt dann aber auch, dass wir hier kleinere Umbaumaßnahmen machen müssen. Ja, wir lassen die mal weiterfahren. Dann gefällt mir ja das hier überhaupt gar nicht. Müssen wir das mal angleichen. So, und dann würde ich sogar fast schon sagen, dass wir die Güter auch über die gleiche Strecke schicken. Was ist denn das? Okay. Oh, das ist Gleis, oder? Das schicken wir dann genau so. Und das machen wir dann wie folgt. So. Nach dem Bahnübergang geht's raus. Okay, vielleicht nicht direkt.
Wieso macht er das? Oh, okay, ich sehe es. Das heißt, wenn ich hier rausgehe, müsste es kein Problem geben. So sieht's aus. Das heißt, wenn wir hier mal... ...100 machen. Oh. Ist ein bisschen dumm, weil wir haben ja hier einen Höhenunterschied von 4 Metern. Okay. Wie regeln wir das denn jetzt? Was ist, wenn wir das mal so lassen? Dann ist die Steigung zu groß. War mir ja schon fast klar irgendwie. Boah, wenn wir das eben machen, sind wir da unten. Das heißt, wenn ich das jetzt hier hochsetze, jetzt eben. Jetzt hier rüber. Im Grunde müssen wir es ja eigentlich bloß bis, ich sag jetzt mal grob hier machen. So, 100. Na, überhaupt nicht 100. So, das ist jetzt gut. Gut, dann kann die Lok ja hier schon beschleunigen, das ist auch okay. Zack. Das hier neu angeschlossen. Ah. Das bleibt aber erstmal ohne Strom. Und zwar alles. Weil, wow. Ah, jetzt. Nee, hä? Okay. Jetzt? Gut. Das heißt, wir müssen hier noch eine Weiche einbauen.
wo natürlich die Steigung zu groß ist.